Am 4. Oktober trafen sich die Delegierten der Jungen Union zum Schleswig-Holstein-Tag in Bad Segeberg. Das höchste beschlussfassende Gremium der größten politischen Jugendvereinigung wählte Tobias Lohse zum neuen Landesvorsitzenden. Die Junge Union konnte unter anderem den CDU-Landesvorsitzenden Reimer Böge, MDEP, und Gero Storjohann, MDB, begrüßen. Die Junge Union ist ein Verband, wo man Politik üben kann, wo man alle Erfahrungen machen kann, ohne noch in besonderer Verantwortung zu sein. Man ist also bei der CDU schon, wenn man Vorsitzender ist bei der Jungen Union, im CDU-Vorstand und kann dort live miterleben, wie politische Entscheidungen vorbereitet werden. Man diskutiert nicht nur, sondern man kriegt auch Prozesse mit. Und das finde ich eine hervorragende Einrichtung. Zu den Stellvertretern wurden Birte Gliesmann, Pinneberg, Martin Waller, Dithmarschen sowie Max Schmachtenberg, Rendsburg-Eckernförde gewählt. Für mich machen ganz viele verschiedene Themen die Junge Union aus, wobei mir ganz besonders wichtig ist die innere Sicherheit. Ich möchte mich auch in Zukunft sicher fühlen in Schleswig-Holstein und die Infrastrukturpolitik. Auch in Zukunft möchte ich im Land zwischen den Horizonten noch von A nach B kommen.